Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um eine ganz besondere Aktie gehen. Diese Aktie hatte ich schon, 2019 im Dezember gekauft. Genauso wie dann im Crash habe ich am Tiefpunkt diese nochmal gekauft. Und diese Aktie hat sich jetzt um 100% gesteigert. Wenn wir hier das sogar nochmal einblenden, sind das sogar 124%, die es jetzt in meinem Depot schon an Performance gemacht hat. Jedoch haben wir hier eine sehr, sehr besondere Situation, denn wir haben hier nicht eine Erholung, zumindest nicht für die letzten 40%, sondern wir haben hier einen Short Squeeze. Schauen wir uns einmal die Aktie an, wie sie jetzt bei Finviz so halt fundamental dasteht. Da sehen wir, wir haben immer noch trotz Short Squeeze ein KGV von 18,5 und ein vorwärts sehender KGV von 15,87. Also hier erwarten die Analysten eindeutig ein gutes Wachstum. Wenn wir dann natürlich auch aus PEG schauen, dann sind wir mit 1,11 sehr, sehr niedrig. Wenn wir das besonders mit dem Sektor vergleichen, da haben selbst die schlechtesten Aktien einen PEG von 1,5. Von daher sehe ich hier auch noch Luft nach oben. Jedoch, worum es heute gehen soll, da schauen wir einmal auf die Shorts. Wenn wir bei den Shorts einmal schauen, dann ist der Short Float bei 36,36%. Nun, das ist schon mal recht viel, wenn mehr als ein Drittel der Aktien nun mal geschortet sind. Jedoch muss man dazu auch wissen, das ist jetzt nicht tagesaktuell, sondern das ist das, was im Dezember, also am 31. Dezember geschortet wurde, und die Börsen geben immer nur monatlich ein Update, deswegen sind wir im Moment so ein bisschen, was die ausstehenden Shares angeht, ein bisschen im Dunkeln. Dazu schauen wir uns dann am besten einmal einen anderen Screener an, und hier sind wir einmal bei Ortex, und hier sehen wir auch die große grüne Kerze, und wir sehen auch unten das Volumen. Das Volumen war nämlich die letzten beiden Tage sehr, sehr hoch. Wenn wir auch schauen, was wir halt bei Volumen seit dem letzten Update hatten, wäre das Volumen genug gewesen, um alle Shorts zu decken. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die Shorts sich diese Aktien, die jetzt hier verfügbar waren, wirklich alle unter den Nagel gerissen? Oder waren das auch andere Investoren und wir haben noch sehr viele Shorts offen? Auch muss man sagen, wenn man sich hier den Graph anschaut, jedes Mal, wenn diese Aktie einem All-Time-High erreicht, werden die Shorts sehr, sehr hoch. Jetzt könnte genau das auch die letzten beiden Tage passiert sein. Das heißt, wir könnten hier mit einem höheren Short-Ratio am Ende des Monats natürlich dann dastehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Zahlen dann am 31. Dezember dann halt veröffentlicht werden, was die Shorts angeht und wie sich das Ganze hier entwickelt. Denn wir sind hier in einer Situation, da haben wir theoretisch an einem Tag ein super Plus und wir sind im gleichen Tag noch in einem Bärenmarkt, also wir verlieren dann quasi 30% des Ganzen wieder. Das ist einfach nur eine sehr, sehr hohe Volatilität, was nun mal typisch ist für so einen Short Squeeze. Und von diesem Punkt an, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was passiert. Ich denke immer noch, dass die Aktie das wert ist, was ich hier bezahlt habe. Dass wir hier noch lange nicht trotz Short Squeeze in einer Überbewertung sind. Deswegen werde ich hier weiter halten. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier bald noch ein Video haben, weil diese Aktie nicht nur 100% brechen kann, sondern wenn wir jetzt auch schon dabei sind, kann sie sehr einfach 200, 300 oder 400 oder auch 500% in wenigen Tagen brechen. Das ist jetzt wirklich so ein kleines Spiel zwischen den Short-Positionen und den Long-Positionen. Jetzt muss man natürlich sehen, wer gewinnt am Ende die Oberhand, wer muss dann am Ende das hier wirklich hier zahlen. Sind die Longs, die vielleicht bei einem höheren Preis jetzt eingestiegen sind,
haben die nachher ja die schlechteren Karten gezogen und die Aktie fällt wieder in den nächsten ein, zwei Tage, oder werden die Shorts dazu gezwungen, ihre Position zu decken, weil diese Aktie dann in die Höhe schnellt. Auf jeden Fall eine sehr spannende Situation. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Tschüss, bis zum nächsten Video.